Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Jurassic World Revelations. Heute mal wieder alleine und im Voraus schon mal Entschuldigung, dass in den letzten Tagen nichts rausgekommen ist. Aber mir hing da eben halt ein bisschen was quer. Deswegen habe ich jetzt erstmal nichts rausgebracht und... Futterst du jetzt mal oder bist du satt? Eigentlich nie. Und deswegen, wie schon gesagt, ist jetzt in den letzten Tage leider Gottes nichts rausgekommen. Aber es soll ja nicht so sein, dass ich jetzt aufhöre damit. Nö. Ich mache im Ende. Hey. Bin noch bei einer Anmod. Blöde Kuh. Wie schon gesagt, ist ja nicht so, dass ich aufhören will, sondern es eben halt bloß ab und zu mal ein bisschen zeittechnisch nicht alles so ist, wie es sein soll. Genauso wie gesundheitstechnisch, so wie man gerade gehört hat, wie der Frosch im Hals. Also des Weiteren, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Freue ich mich immer wieder. Danke auch an allen möglichen, die mich eben halt unterstützen. In irgendeiner Form auch immer bedanke ich mich. Vielen herzlichen. Und jetzt hat man mal gesehen, wie ein kleiner Allosaurus auf Jagd gegangen ist. Haha. Ich würde zwar jetzt gerne was testen, aber das wäre mir dann doch ein bisschen zu riskant. Und zwar wollte ich ja eigentlich den hier noch rausholen. Ich weiß bloß nicht, wie es aussieht. Wenn alle Beete in dem Gehege sind. Deswegen holen wir den Kleinen hier erstmal wieder rein. Kommst du? Ja? Du? Ja? Und wir waren ja eigentlich dabei, den Brachio-Käfig... Sag ich jetzt mal, ja, guter. Ein bisschen zu erweitern, vergrößern und. Beziehungsweise eigentlich erstmal richtig anfangen zu bauen. Des Weiteren habe ich mir gedacht, heute, also im Laufe der Aufnahme, Saison, habe ich mir so gedacht, dass man eben halt die Zugstrecke, die ja da hinten in dem kleinen Dörfchen, wo wir sind, angefangen hat, hier rüberziehen. Da. Und eben halt da unseren. Dino Park, ja, eröffnen will ich jetzt mal nicht sagen, weil der ist ja eigentlich noch lange nicht fertig. Sondern eben halt erstmal teilweise befahrbar machen. Des Weiteren möchte ich mich immer noch entschuldigen, dass eben halt im Endeffekt, sagen wir es mal so, es schweinelange dauert. Aber Exilienz hat er das eben halt mal zu mir gesagt. Ich bin eben halt der Einzige, der das. Ab und zu mal spielt. Andi hat keine Bock. Exidenz war jetzt letztens im Krankenhaus wegen gesundheitlichen Problemen. Ernsthaft? Tatsache. Sag ich jetzt mal. Tashlight, keine Ahnung, der hüpft lieber gerne jetzt im Stream rum, anstatt mal hier wieder oder in anderen Streams rum, anstatt mir wieder ein bisschen was zu machen. Und wie schon gesagt, Andi hat einfach kein Interesse. Er will lieber mit mir PD spielen. Ein Spiel, was ich nicht mag. Ein Spiel, was komisch ist. Na egal. So sieht zumindest jetzt erst einmal vorläufig der Plan aus. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wo der Rucksack hin ist, weil ich glaube, hinten auf dem Rücken ist er nämlich nicht. Sieht zumindest nicht so aus. Weil mein Adventure-Rucksack will ich natürlich doch wieder haben. So, ne, wie schon gesagt. Also, heute wird es erstmal so gemacht, dass der Brachiosaurus, ich hoffe, zumindest selbstständig überlebt. Dass wir den ganz hoch züchten. Also mit ganz hoch meinte ich, dass er erwachsen wird. Und wir ihn dann hier im Endeffekt erstmal... alleine lassen, erstmal. Na, es kommt da definitiv noch ein zweiter Brachio dazu.
Und eventuell sogar noch ein dritter. Aber dabei müssten wir uns dann schon einmal überlegen, das Gehege größer zu machen. Es soll eben halt nicht so eine Fail-Session werden wie bei Jurassic World, dem Film. Ja, dass er dann alles drunter und drüber geht. Wo ist denn der scheiß Rucksack hin? Ist der im MA-System? Hier sind zwei. Muss mal in den Rucksack hin. Mann. Am Ende habe ich ihn irgendwo aufgebaut. Naja, auch egal. Wie schon gesagt, ich muss mal kurz meine Kopfhörer ein bisschen leiser machen, weil der Regen ist ja doch schon schweinelaut. Gefällt mir gar nicht. Und da kommt auch abgehackt drüber irgendwie. Eigentlich war der Rucksack ja mal auf dem Bürgermeisterhaus. So nenne ich das jetzt mal, ganz eiskalt. Ja, gut. Aber irgendwie habe ich den schon wieder woanders hingesetzt. Von daher. Keine Ahnung. Stehe ich jetzt gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch, was den Rucksack angeht. You can only sleep at night. Hier ist er auch nie, hier ist er auch nie. Jetzt haben wir hier den Mushroom-Kuh, also Mushroom. Oder wie das geht. Warte mal! Ohne Witz, ich bin jetzt schon 6 Minuten am Rucksack suchen, aber ich habe da gerade so eine Idee. Den hatte ich letztens hier irgendwo hingepackt. Das weiß ich jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein wie die Schuppe von der Auge. Irgendwo hatte ich den hingelegt. Kein Wunder, dass ich ihn gefunden habe. So, meine. So, jetzt kann es aber losgehen. Schienen habe ich, also Gleisen habe ich. Müssen wir dann aber eventuell noch ein paar neu bauen. Schade, dass es eben halt hier Railcraft nicht dabei ist. Merkt die Nase. Sonst wäre das Ganze noch ein bisschen cooler. Hier gehen jetzt mal in die Verarbeitung rein. Ist falsch. Gehen wir mal in den Zoom rein. Ist richtig. Wie sieht es eigentlich hier aus? Du läufst, denke ich zumindest. Ne, du bist aus. Ist offline, Gott. Warum auch immer. Interessiert mich nicht. So, ich glaube, Exidens hatte den ausgemacht, ne? So, uiuiui, man sollte auch schreiben können. Haben wir hier noch. Oh ja. Noch jede Menge Raíles. So, dann brauchen wir aber noch Marmor. Und damit das Ganze ein bisschen schön aussieht, noch ein bisschen steiny. You can only sleep at night. Was ist es? Nacht. Toll. Schlafsack raus und hinlegen. Ich hoffe, es wird jetzt auch zu regnen. So instant. So bitte jetzt. Geht doch. Entschuldigung. Frosch im Hals. Eigentlich das Übliche. Ich muss sagen, wir haben auch relativ viele Schmetterlinge hier in der Nähe. Mein lieber Gesangsverein. Letztens haben wir den noch gesucht, wie ein paar blöde Idioten. So, wie schon gesagt, das Erste, was wir eben halt heute mal machen, ist ein bisschen Bewegung hier reinbringen. Als ob auf dem Surfer nicht schon genug Bewegung ist durch die ganzen Entities, also hier Squids und Schmetterlinge und der Rest. Wie Kühe, Schafe, Frösche. Das war eigentlich meine Idee. Frösche ins Spiel reinbringen. Es gibt Tannenzapfen, ernsthaft. Krass. So, wo ist jetzt der Eingang? Der Eingang ist dort, beziehungsweise der Zaun. Hüst, hüst, hüst. So, da haben wir nur noch das ein. Was bist denn du eigentlich wirklich an? Cool. Pinnekohne.
bringt tut's mir nichts. Cool. Zip, 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 zip. Ich bin auch am überlegen, ob ich eben halt noch ein anderes Minecraft mit reinnehme. Und zwar eins mit Quests und irgendwelchen anderen mannigfaltigen Aufgaben. Haben wir zum Beispiel sowas ähnliches wie Crash Landing, habe ich da gefunden, beziehungsweise wurde mir im Stream mal empfohlen. Da ist er. Vor allen Dingen immer noch Baby-Brachiosaurus bei dem Emmys. Ich weiß ja nicht. Wie schon gesagt, wurde mir mal empfohlen von dem Zuschauer. Jetzt. Angetestet habe ich das auch und ich muss ja sagen, dass ja, das ist ja gar nicht mal so übel. Ne? Also es ist ja echt irgendwo geil gemacht. Mal gucken, ob ich es übernehme. Genauso wie Stardew Valley. Ach, da Frosch im Hals. Nervt. Genauso wie Stardew Valley und wie heißt es? Harvest Moon im Minecraft als Modpack. Habe ich jetzt auch gefunden. Ich liebe ja so Harvest Moon. Habe ich damals gesuchtet wie Huf. Wie Epiclopter. Habe ich das gesüchtelt. Und ich finde ja, die Idee an sich finde ich ja richtig, richtig geil. Ne? Das ist ja, uiuiui. So mit Aufgaben und eben halt deine eigene Farm machen. Finde ich immer richtig episch. Und das Ganze dann noch in Minecraft verpackt, das klingt noch. Aber ich habe das mal angetestet und es ist mir zu schwer. So, dann haben wir jetzt den Anfang. Jetzt rennen wir. Ich glaube, mit Rennen sind wir eigentlich schneller als mit dem Zug. Aber mit dem Zug kommt es cooler. Oh Gott, jetzt muss ich abzählen. 4, 5, 6, 7, 8, 9 frei. Haben wir keine Booster Rails? Nö, natürlich nie. Das bedeutet, ich muss mich nochmal teleporten. Gott sei Dank geht das schnell. Boosting Rails ist die Dinger, ne? Also die Teile hier. Ach, Powered Rails. Ich hab nichts gesagt. Du gehst hier rein, dann gehst. So, hupsala. Ja. Ne, gut. Hups. Machen wir das so rum, das kommt hier weg. Sollten reichen. War Absicht. Hust, hust. Ja. Weil die Powerdress, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir gerade vorstelle. Das müsste eigentlich funktionieren, ne? Dass hier eben halt dann eine Redstone-Fackel drankommt und hier dann die. Cool. Schiene drunter gelegt wird. Oh, es nervt. Und schon mal Entschuldigung im Voraus wegen dem Geräusper und so. Es klappt mir, es nervt mich echt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Na, mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann umbauen. 4, 5, 6, 7, 8.
So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ne? Müsste da eigentlich so gehen. Jo, geht doch so nicht. Ja, hier geht's rein. So, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Videos ich heute mache. Ich habe so geplant eigentlich 4. Damit ich eben halt mal wieder ein bisschen wieder was im Vorrat habe. Und dann eben halt die nächsten Tage dann. Ich muss es oder so noch Space Engineers machen. Aber das kann ich auch nächste Folge erzählen, weil die ist schon wieder vorbei. Nein! So, in dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Gehabt euch wohl. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.